ты сны проела. Боишь ты живота?
nasty river. Merlin's night to light. Let's take the man. Get through to me. My sight. In the eyes of God. Man.
tanze mit dem Tod und schaufel unser Grab. Tanze mit dem Tod bis ans Ende unsere Zeit. Tanz mit dem toten Gold. Tanz mit dem toten Gold. Den Tod zu Musik aus frischem Blut. Tanze mit dem Tod bis ans Ende der Nacht. Tanze mit dem Tod und schaufel unser Grab. Tanze mit dem Tod bis ans Ende unsere Zeit. Tanz mit dem toten Blut. Tanz mit dem toten Blut. Tanz mit dem toten Gold. Tanz mit dem Thank you.
Das ist Hardcore-Punk aus Darmstadt. Wie heißt die Gruppe? Narsag. Narsag? Narsag. 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 Narsag, hallo, Narsag. Narsag, Narsag, Narsag. Wow, geht ja gut ab hier. Oh. So, ich begrüße. Stellt ihr euch vor? Ja, macht ihr das doch rundum? Ja, ich bin der Dali, hallo. Ich bin der Genie. Hallo, der Genie. Ja, ich bin der Jürgen. Und ich bin der Cosi. Ich bin der Cosi. Cosi. Cosi spielt die Drums. Yep. Jo. Der Jürgen die Gitarre. Ja. Der Joe ist heute nicht da, der spielt auch Gitarre. Genie ist der Vocalist. Ja, genau. Jo. So ähnlich. Und der Dauber spielt Bass. So in etwa, ich bin der Dalibor. Bass spielt der besser. Dauber, gute Dauber. Dalibor, das war so. Ja, ihr habt dem dicke Edding geschrieben, das war so unrund. Jo, erzähl doch mal ein bisschen was über eure Band. Wie lange gibt's euch? Ja. 1990, ich gebe das Wort weiter an den Cosi. Ja, also ich bin erst seit 3 Jahren dabei und seitdem ging es aber vorwärts. Das heißt, nach 3 Jahren? Die Band gibt es schon länger, aber halt also angefangen hat es eigentlich mehr oder weniger als Projekt, weil halt auch die restlichen Bandmitglieder alle mehr oder weniger halt auch in anderen Bands verwurzelt sind. Verwickelt waren. Oder verwickelt waren, genau. Und mittlerweile hat sich das aber jetzt etabliert als richtige Band. Aber ihr macht, ein paar Leute machen nebenbei noch immerhin noch Musik in anderen Bands. Heimlich. Ah ja. Ganz heimlich. Das heißt also der so. Jürgen spielt zum Beispiel noch bei Deadbeat Gitarre. Dalibor macht für sich noch ein bisschen so elektronische Wurzeln. Acid House Typ mehr so, ne? Ja, und ich bin halt jetzt nur bei Narsag, weil Arschbohl gibt's ja leider nicht mehr. Oh. Muss auch rein im Knopfloch. Ja. Leider, ja. Ja. Wie nennt ihr denn die Geschichte, die ihr macht? Also ich habe jetzt Hardcore-Punk angekündigt. Ist das richtig so? Ja, wenn man war es Punk okay, nennt, ja. So, ja, Hardcore, so. Grindcore. Wir werden mit vielen englischen Grindcore-Bands verglichen. Ja. Crustcore, ja. Crustcore. Ja, also, irgendwie so Crust, die kann so Hardcore, das. Das ist irgendwie so kurz und schmerzlos, heißt das, gell? Ja, genau. Ja. Och, ja. Das heißt, die Punkband sagt mir, ja, die können 2 Akkorde und so, und zum dritten sind sie so blöd. Also man hört bei euch, ihr habt auf wirklich vier, was drauf auf eure Instrumente. Ja. Ihr also, könnt schon also 2 mehr. 4, 5 Akkorde sind bei uns schon drin. Ja, sowas. Mit ein paar Wechseln. Jo, ihr habt aber auch ganz gute Texte, habe ich gelesen. Auf der, wo ist die Hülle? Jetzt ist sofort. Das stimmt, die Unterwölfen. Jo, genau. Moment, jetzt ist sofort. Erzählt doch vielleicht gerade mal was über eure Lieder, was ihr so für. Macht wohl die Stimme eher so, weil das der Sänger war. Immer muss ich ja. Jetzt habe ich auch die Hülle hier, so, Narsag. Ja, Texte schreibe ich halt, hey. Texte schreibt er nicht. Wer schreibt denn die Texte? Ich schreibe die Texte. Genie schreibt und singt die Texte. Ja. Mhm. Ja, nicht alle halt, ey, ich sammle alles, was schräg ist, halt auch von Kumpels, wenn die so irgendwelche vernünftigen Texte abliefern, ey, das singe ich schon auch ganz gern. Gut, dann hören wir mal in die nächste rein. Da ist der Misanthrop ist da drauf. Genau. Wo könnt ihr was dazu dem Lied kurz sagen? Lass einfach mal laufen. Lass mal laufen. Okay. Das war der Kommentar. Okay, lass mal laufen. Gut verständlich bei dem Lied. Ja. Hören wir mal rein. Narsag und der Misanthrop. Hey, was sagst du dazu, Helmut? Als muss ich sagen, die Darmstädter Punkband, die überzeugt sogar mich. Oh, Punk? Aus höchster Stelle, Helmut? Aber auf jeden Fall, ich habe ja auch mal die Schulbank gedrückt. Das ist ja geil, der Helmut. Jetzt ist sie ganz verdrückt, die Schulbank. Eieiei. Jo, wie schwer ist es denn hier, Auftrittsmöglichkeiten zu kriegen? Ihr seid jetzt schon seit 91 im Geschäft, ihr seid ja schon alte Hasen. Erzähl doch mal ein bisschen aus der Praxis. Naja, also in Darmstadt sind die Auftrittsmöglichkeiten eher spärlich gesehen, würde ich mal sagen. Also für so die Bands in unserer Richtung gibt es eigentlich so eine gescheite Möglichkeit, nur die Oettinger Villa. Aber die steht ja im Augenblick auch ein bisschen auf der Kipp, mehr oder weniger. Ja, dazu und kann ich ankündigen, heute Abend in der Kultursendung ab 18 Uhr geht es um Thema Oettinger Villa und da gibt es mehr Infos. Also reinhören heute Abend 18 Uhr. Sehr wichtig. Genau, ja. Weil das ist eigentlich das Einzige, was jetzt noch da ist für die Art von Kultur in Darmstadt, wo man was machen kann. Und wo, es auch und wo man auch Bands von auswärts holen können oder internationale, was weiß ich, für Acts. Genau, wo es auch auf eine sozusagen alternative Basis abläuft, im Gegensatz jetzt zu Corona oder zum L-Deal. Ich meine, das sind halt mehr oder weniger auch wieder ganz andere Szene, will ich mal sagen. Ihr
Habt jetzt schon diverse Compilations aufgenommen und Singles. Wie schaut's da aus? Könnt ihr was dazu sagen, wo ihr auf welchen Tonträgern zu finden seid? Wir haben jetzt compilation-mäßig einen Beitrag dazu, der 7-Inch-Kleister Hunde, Lust und Tod, die auf Beat Records rausgekommen ist. Das ist auch ein Label eigentlich hier aus der Gegend mehr oder weniger, wo eine Singles rausgekommen sind bisher. Da mache ich mit dem Kumpel zusammen. Und ansonsten sind wir noch auf ein paar Tape-Templer drauf gewesen, meistens für irgendwelche Benefit-Zwecke. Dann eine eigene Single auf Gastarbeiter-Records und eine Split-Single mit Notwehr auch noch auf Gastarbeiter-Records. Und da fehlt noch was, ne? Und eine Split-Single mit Deadbeat auf Percoro. Genau, genau. In Bremen, wo wir auch zukünftig was rausbringen wollen. Ja, 10-Inch höchstwahrscheinlich. Ja, dieses Jahr, wenn es klappt. Ja, ja. Mhm. Auf Percoro aus Bremen. Gibt es derzeit irgendwelche Auftrittspläne? Ja, wir spielen jetzt am Samstag in Gelnhausen, im Jürz Casino, zusammen mit Deadbeat, Hempel Doodle. Das ist sozusagen der Hessentag von unten, ja? Ja, also es hat eigentlich direkt jetzt nichts mit dem Programm vom Hessentag zu tun. Es hat mehr oder weniger Zufall, dass es gleich nach Gelnhausen ist. Vielleicht eine Gegenveranstaltung. Also, wir drehen jetzt nicht zusammen mit DJ Bobo und Marusha auf. DJ Bobo, sondern dort hat Jürz Casino abhalt, die ganze Geschichte. In der Spielothek. Jo, wo gibt's denn Infos, wenn euch ein Veranstalter anheuern will? Beim Genie die Adresse. Das ist in der Bismarckstraße nachfragen. Genie ist nicht nur unser Sänger, sondern auch unser Manager sozusagen. Ja, auf rein ehrenhalber Basis. Ja, ich bin mehr so der Manager-Typ. Manager, Sänger, immerhin. Jo, aber wo Sänger, jetzt hören wir das letzte Wand vergiss, die Toten kommt jetzt. Ja, genau. Kleine Inhaltsangabe. Wollt ihr... Ja, das Leben in einer nicht lebenswerten Weltgesellschaft. Ja. Kleine Hört es euch an. Ja, hört es euch an. Das machen wir. Neide mit Nasa. Vergiss die Toten.